Willkommen, meine Freunde, am Emerald Lake in New York. Wir befinden uns ja immer noch beim Hechtangeln und versuchen den Hecht definitiv zu catchen. Ich habe jetzt allerdings umgebaut wieder auf den goldenen Spoon, in der Hoffnung, dass wir damit besser und lukrativer sind. Nochmal in diesem Video. Ich habe jetzt mal ein wenig noch rumgetestet außerhalb der Aufnahmen und habe festgestellt, dass es besser ist, wenn ich den so in der Stop-and-Go-Methode lasse. Also zumindest für mich und meine persönliche Empfindung, ja. So. Ich lasse den jetzt wieder in der Stop-and-Go-Methode und ich würde sagen, wenn wir den Fisch jetzt, beziehungsweise ab dem nächsten Fisch werden wir dann auf 12 Uhr umstellen, denn ihr solltet ja immer noch im Hinterkopf behalten, meine Freunde, zwischen 12 und 1 Uhr ist definitiv das oder die beste Fangzeit für den Hecht oder Beißzeit kann man auch sagen, ja, da fühlt der Hecht sich am wohlsten, dann gibt es Mittagessen und wir fangen den Hecht, wobei hier ich jetzt hier absolut Mist gebaut habe beim Reindrehen, das ist einfach, wenn man zu viel quatscht. Dann passieren solche Fehler. Denn oben an der Oberfläche sollten wir den Hecht nur sehr, sehr schnell, sehr, sehr schlecht bekommen. Aber jetzt werden wir uns ein wenig konzentrieren und nochmal einen Hecht herausholen. Schön, auch versuche ich hier wieder in die Stop-and-Go-Methode zu kommen. Ihr seht es. Aber mir gelingt es nicht wirklich. Das liegt aber an dem Spoon, weil er definitiv zu schwer ist. Ich glaube, der See hier ist der zweite oder dritte, den ihr bereisen könnt. Ich glaube, der zweite. Mit Level 3 ist dieser See, glaube ich, zugänglich. Dann habt ihr auch noch nicht den anderthalb, zwei, also den anderthalb Unzen, Hakengröße 2 Spoon, sondern ihr habt einen kleineren, aber damit könnt ihr natürlich hier auch angeln. Nur ihr werdet jetzt nicht so direkt die großen Ballermänner hier rausholen. Aber was heißt, man wird nicht sofort und direkt die großen Ballermänner rausholen. Wir holen die ja auch nicht raus. Also bis dato halten die sich wirklich noch bedeckt, hier die Fische. Und ich habe ja gesagt, wenn wir den nächsten an der Route haben, beziehungsweise an Land gezogen haben, werden wir dann auf 12 Uhr definitiv stellen. Also, ich werde jetzt noch einmal eine andere Methode versuchen. Ich drehe runter auf 2, habt das gesehen, und drehe jetzt einfach konstant durch. Oh, da haben wir was dran. Das ist sehr schön. Die Geschwindigkeit runterdrehen. Und dann werden wir mal schauen, was wir hier rausholen. Mal direkt geben wir dem mal eine mehr mit in der Bremse, damit er uns nicht durchdreht. Hätte jetzt keine Bewandtnis, nur es knackt jetzt halt nicht mehr so, ne? Wenn es ja immer knackt an den Rollen, beziehungsweise dann dreht die Schnur ja durch, ne? Oder beziehungsweise die Bremse dreht durch. Die packt er nicht wirklich. So, da haben wir ihn. Wieder einen schönen Northern Pike. Allerdings nur wieder 13 Erfahrungspunkte und 3,6 Pfund. Ich habe versprochen und ich halte mich daran, haben wir den nächsten Fisch, drehen wir auf 12 Uhr. Ich mache uns jetzt Farbe und Licht, meine Freunde. Bitte nicht verzweifeln, wir haben 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und zack, der Herrgott sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter, doch fand er. So, jetzt haben wir auch wieder Farbe im Bild. Wir haben genau 12 Uhr mittags, jetzt soll es angeblich richtig, richtig losgehen. Da bin ich ja mal gespannt. Wir drehen wieder auf 2 runter und ziehen einfach konstant durch. Mal sehen, was da so passiert.
Da haben wir auch schon ein. Also, die Uhrzeit, meine Freunde, spielt wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Habt ihr es gesehen? Ihr habt es gesehen. Ihr wart live dabei. Wir haben die Uhrzeit umgestellt und zack, haben wir einen Biss. Und das wird sich jetzt natürlich fortziehen. Aber so soll das auch sein. Aber ich kann euch empfehlen, meine Freunde, wirklich geht hin und angelt um jeder Uhrzeit, testet wirklich alles. Nicht, weil da steht, 12 Uhr ist das Beste. Natürlich denken die Entwickler sich was dabei, aber man kann auch grundsätzlich an ganz verschiedenen Uhrzeiten fangen, ja. Also das ist jetzt kein Muss. So, hier haben wir jetzt ein ganz, ganz kleines Jungtier. Das setzen wir auch mal ganz schnell wieder rein. Also der bringt uns nicht wirklich weiter. Fisch ist dennoch Fisch. Ein sehr schöner Rauswurf auch, der richtig weit fliegt, richtig weit. So, dann drehen wir wieder auf 2 runter und dasselbe Spielchen nochmal. Schön in unserer Straight-Slow-Methode. Aber hier dran ist wirklich schön zu sehen, wie wichtig die Uhrzeit und vor allen Dingen das richtige Equip ist. Hat man nicht das richtige Equip, wird man niemals Fische fangen. Und das finde ich so genial an diesem Spiel. Dieses Herantasten, wie mache ich was besser? Im Übrigen werde ich demnächst noch etwas an meiner Videoqualität arbeiten und ändern und werde demnächst in 1440p hochladen, damit nochmal die Qualität für euch wirklich besser ist, als würdet ihr selber in-game am See sitzen. Und ihr seht, wie gesagt, wie schön und geschmeidig. Auch hier verfalle ich nicht in den Panikmodus. Es heißt natürlich jetzt nicht, dass diese Methode die richtige ist. Es kann sein, dass man mehr fängt auf Stop and Go oder auf hier Lift and Drop. Können wir auch mal gucken, ob wir da reinkommen. Aber ich glaube, da ist der Spoon nicht geeignet für. Nee. Und dann heißt es einfach, die richtigen Stellen finden, wo man hinschmeißen sollte, wo die gerade stehen. Das gilt es halt herauszufinden. Und dafür sind wir ja hier am See. Anders wäre es ja auch langweilig. Ich meine, ich weiß es ja auch nicht besser als ihr, ne? Aber wenn ich jetzt sagen würde, ihr müsst jetzt genau so, wenn wir jetzt hier noch einen Kompass hätten, dreht ihr genau auf die und die Gradzahl und dann um die und die Uhrzeit mit dem und den Köder und ihr könntet das komplett nachmachen, das wäre ja total langweilig, ne? Und wie gesagt, so macht ein Spiel es ja, oder das macht das Spiel ja wirklich auch selber zu testen auch, ne? Ich kann euch Tipps geben, aber ob die auch bei euch greifen oder auch nicht, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. So, da haben wir ein Trophy Red Fine Pickerel. Also ein sehr, sehr schöner Fisch. Ja, schön soll man ja nicht sagen, aber hat jetzt keiner gehört. Jetzt lassen wir den mal auspendeln, damit wir uns den mal anschauen können. Also ein sehr quick lebendiger. 15 Erfahrungen gibt es nur, allerdings ein Trophy. Und wie gesagt, man hat immer die Möglichkeit, mit Trophies auch in der Tagesrangliste hochzusteigen. Auf der Fisch abbezogen. Also wir sehen hier, der sieht so ein bisschen wie ein Tiger gefleckt aus. Also nicht gefleckt, sondern so mit Streifen hat er so Streifenflecken. Aber der scheint sich nicht auspendeln zu lassen. Das ist jetzt wieder ein ganz, ganz andere Hechtart gewesen. Es gibt, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Hechtarten hier in dem See.
Dann werden wir wieder unsere alte Methode machen, auf zwei stellen und einfach nur reindrehen. Und mal schauen, ob wir da wieder mehr Glück haben. Interessant wäre jetzt auch wirklich mal zu überprüfen oder zu wissen, ob die Fischarten jetzt in Wasserregionen eingeteilt haben. Dass man jetzt wie hier diesen Red Fin mehr auf der rechten Seite nur fängt und dafür den Northern mehr links und so. Also das wäre natürlich mal zu überprüfen. Ich weiß gar nicht, ob sich da irgendjemand mal die Mühe gemacht hat und dieses generell überprüft hat. Also ich bin mir da gar nicht sicher, ne? Ich würde sagen, wir schmeißen jetzt noch einmal raus in dieser Richtung dort, um wirklich zu prüfen, ob wir auf der richtigen Seite sind. So, oh, ein sehr schlechter Wurf. Ein sehr, sehr schlechter Wurf. Geht zwar über die. Na, ich hätte gedacht, der ging über die 150, aber nichts. Nichts, rein gar nichts. Und ihr seht auch, ich muss, wie gesagt, testen, testen, testen. Wobei der Hecht auch definitiv nicht zu meinen Fischen gehört, die ich später weiter befischen möchte. Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen von euch da draußen, der sich auf den Hecht spezialisieren wird. Aber hier haben wir wieder einen kleinen. Und ich werde es jetzt gleich nochmal testen, meine Freunde. Also ich bin mir nicht sicher. Da haben wir, nee, da haben wir ein Trophy. Allerdings, gut, okay, ich hätte jetzt gesagt, da wäre jetzt wieder ein Red Fine, aber wir haben jetzt hier ein Grashecht, ein Graspickel gefangen, aber auch wieder ein klein, dennoch Trophy. Jetzt holen wir die ganzen Trophys raus. In der nächsten Folge werden wir mal versuchen, mit einer anderen Spoon-Farbe den Mittag zu bestreiten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Teil wieder dabei seid. Wenn es heißt Fishing Planet, wir fangen Hechte in New York. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.